Und wir sind wieder da bei Fallout 4. In der letzten Folge sind wir in das Gebäude gegangen, aus dem das Notrufsignal wahrscheinlich kommt. Es ist voll mit Ghoulen, aber irgendwo muss die Patrouille ja stecken. So. Nicht, dass hier jetzt noch was kommt. Das Licht ist ja komisch hier drin. Überall ist der Boden kaputt. Ah, hier ist Funkhauptvorrat. Ja. 17. So. Was ist das? Eine Bierflasche. Nehmen wir mit. Aha. Hier hat einer Licht angemacht. Schlafsack. Was sind die denn? So. Da ist ein Safe. Wie kann denn ein Haus so dermaßen zerfallen? Da war ich noch gar nicht drin. Ah, es verbessert nur. Vielleicht werden wir auch denn nur noch auf Sachen treffen, die irgendwie stärker gesichert sind. Es wäre natürlich uncool, wenn wir denn die anderen Skills nicht mehr skillen können, deswegen. Nein. Okay. Aber wir sollten in der nächsten Zeit ordentlich Erfahrung kriegen für die silberne Taschenuhr, Forkis Geld. Was ist denn das? Eine automatische Pistole? Oh. Ist der Hund schon voll? Automatisches Sturmgewehr. Krass. Schaden 42. Oh ja. Was ist das denn hier jetzt? Laserpistole. Nee, die nehmen wir auseinander. Wo ist denn der Hund? Da unten. Ja, der kann hier bestimmt gar nicht mitmachen. Oben haben wir aber noch nicht fertig entdeckt. Und wir sind auch noch nicht voll. Das ist auch mal cool. Das ist die Stärke 84. Was? Stift nehmen wir mit. Passwort des Nationalgarde Offiziers. Oh, was ist das denn? Können wir damit vielleicht den Passwort heißt es mit P? Kann ich nicht. Kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Weil ich im Anzug bin. Gucken, ob das jetzt geht. Ist der Hund neben mir? Nee. Oh, das war falsch. Geht nicht. Okay. Vielleicht geht das jetzt aber trotzdem am Computer. Dann muss ich das doch noch nicht skillen. So, hier ist das Signal sehr stark. Da ist eine Uhr. Ich will die Uhr haben. Oder sind die jetzt genau unter mir? Das kann ja natürlich auch sein. Dann gehe ich doch mal. Ups, wieder nach unten. Wo ist der Hund da? Hey. Komm mal her. Hoffentlich hat er noch Platz. Ja, er hat noch gar nichts. So, Pistole und Sturmgewehr. Kann er nicht. Schon viel zu schwer. So, die Metallrüstung kriegt er auch mal. Und Schrott. Zwei Globusse. Ist bestimmt Globi. So. Nee, mehr kann er nicht. Macht am nächsten. So, kriegen wir das jetzt auf hier? Ja! So. Was können wir machen? Sicherheitssteuerung. Tür öffnen. Yeah! Okay, brauchen wir es doch noch nicht skillen? Waren wir hier nicht drin? Schon nicht? Nein. Oh. Untersuch das Trainingsgelände. Das ist der nächste Tod. Drohne Golduhr, jawohl. Wir haben es nicht geschafft gegen... Ja, den nehmen wir mit. Gegen so ein paar Leute hier. So. Genau. Ritter Estlins Holoband. Muss ich jetzt wieder zu Ritter Dance? Nee, diesmal nicht. So, Kampfrüstung Harnisch. Kampfanzug. Packe ich mal ein. Mal gucken, ob ich den drüber ziehen kann. Kleidung. Kampfanzug.
Ja, das geht. Kann ich nicht, während ich die Power-Rüstung trage. Muss ich mir merken? Ist auf jeden Fall besser. Jetzt muss ich das Gelände untersuchen. Oh ja. Nee, 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 nee. Ich speichere das vorher nochmal. Und dann gucke ich gleich mal. Nee, kochen dürfte ich eigentlich nicht können. Ich habe nichts eingesammelt. So, nochmal speichern. Zack. Oh, die Sonne geht unter. Das sieht ja cool aus. So, hier können wir jetzt rausgehen. Ach, das ist hier jetzt. Okay. Oh nein. Das war ja mies. Da hat er mich ja ordentlich überrascht. Oh, kann ich nur einmal? Nein, doch, doch, daneben. Eigentlich habe ich hier so einen Anzug an, der eine ganze Menge Zeug abfängt. So, da essen wir erstmal was. Das wäre ja blöde. Wir haben noch die Karottenblume, die nicht so viel bringt. Tantenhundekeule. Haben wir noch irgendwas Uncooles dabei? Was? Stechflügerfilet. Genau. So. Hunger hatten wir ja keinen. Können wir das Fenster gucken? Nee. Hä? Wo ist denn der? Da. Wo kam der denn jetzt her? Bam, wie so ein Badass mit einer Hand nur. Kommen die von oben oder so? Da waren wir doch überall. Diesmal sind wir versteckt. Kronkorken. Moment mal. Mein Leben füllt sich auf, aber wie weit ist die Frage? Wie weit? Bis zum Ende? Jetzt gehen wir mal rein. Das Bein ist kaputt, sehe ich gerade. Das ist natürlich uncool. Ich weiß jetzt gar nicht, was das bedeutet. Kann man das hier irgendwo sehen? Nee. Das ist ja mies. So, die sind bestimmt von vor mir. Ich mach mal Licht an. Oh ja, da ist er schon. Oh, das war sogar ein... Oh, ist der... Der ist irgendwie gepanzert. Ein wilder Plünderer-Ghoul. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Mann, die hauen ja ordentlich rein. So, hier kommt keiner durch. Da oben drüber. Die kriechen ja immer überall durch. So. Kann man hier was sehen? Ne, hier ist keiner. Müssen wir die Treppe hoch? Gibt's hier was? Ah. So, ne. Ah, jetzt habe ich nur Zigaretten genommen. Ich dachte, das wäre ein Feuerzeug, aber war es gar nicht. So, erwischt. Immer noch Vorsicht. Ne, hier ist keiner. Ist der Hund? Ah. Ich darf was drücken? Nee. Ja. Ein Streuner. Er schießt aus der Entfernung beim Kopf daneben. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh, oh. Kann ich nur einmal? Zack. Trotzdem erwischt. Okay, das Bein ist anscheinend jetzt endgültig kaputt. Ist natürlich uncool. Sturmfeuerzeug. Jawohl. Hier war mal ein Safe. Mit einer Pistole drin. Haha, das ist noch die falsche Munition. Oh, die Flasche nehmen wir mit. Was liegt denn da drin? Bestimmt Schnaps rum mehr. Den brauchen wir nicht. Behörden. Ein Terminal, was noch geht. Oh, das geht. Ja gut, sonst wären wir aber gar nicht hier reingekommen. Von Unruhe gesperrt. Aha. So, Türsteuerung. Aufschließen. Was haben wir denn jetzt für eine Tür entriegelt? Steht es da vielleicht auch? Alles vielleicht draußen in die Waffenkammer. Das wäre natürlich cool. So. Keine Ahnung. Oder was steht es da vielleicht? Ja, haben wir ja. So, Waffen, Kammer, Verwaltungs- und Bestandssystem. Ah ja.
Okay, vielleicht war das die richtige Tür. Oh, das ist ein Globus. So, Pistole raus. Wir haben nur noch 40%. Ja, da müssen wir noch was essen. Die Rippchen. Wir haben auch immer noch dieses Todeskrallensteak dabei. Was wir von Anfang an in der Tasche haben. So, brauchen wir nicht den Rest? Oh nein! Oh nein! Der kommt bestimmt gleich hergerannt. Mist. Zack. Das ist gar nicht welcher hier. Oh nein. Das sind ja schon wieder so viele. Hat's den zerlegt? Nein, hat's nicht. Nachladen, nachladen, nachladen. So, jetzt haben wir natürlich noch... Ist es jetzt eigentlich der Hitzeschock? Wenn wir den jetzt einfrieren und den verbrennen? Jetzt retten wir mal schnell den Hund. Der hat da Probleme. So. Und jetzt gehen wir looten. Das war ja aufregend. Ne, den brauchen wir nicht. Waren wir hier unten eigentlich? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles machen konnten. So, Lederrüstung, linkes Bein. Nein? Auch keine Lederrüstung mehr. Wäre gerne schwer gepanzert. Oh, gucken. Hat es den so weit zerlegt, dass der bis hier... Oh, was ist denn da unten los? Ein Leuchtender. Oh. Das war falsch. Ich wollte eigentlich einen Molotow-Cocktail reinschmeißen. Ich glaube, einen Leuchtenden habe ich einmal schon gesehen. Der hat richtig viel ausgehalten. Oh, nein! Der macht mir ein bisschen Angst irgendwie. Weil der so viel aushält. Fusionskern entfernt. Boah, der hält so viel aus. Das ist unfassbar. Und? Nein, jetzt wird er noch gehauen. Ja, und Level auf. So, der ist anscheinend gerade hier durchgekommen. Hat meine Mine gar nichts gebracht. Komm ich hier nicht durch? Doch. Jetzt. Dandyboy Äpfel. Der hält so viel aus. Und hier ist ein Bett. Jawohl. Liegt dahinter was? Tolles. Nee, eine Kochplatte, die bringt mir nicht so viel. Kronkorken. Das brauche ich nicht. Verstrahltes Blut aber. Nukleares Material. Diese halten so viel aus. Jetzt speichere ich das erstmal. Und ich hoffe, mir brechen nicht die Beine. Ja. So. Zählt es jetzt eigentlich immer noch? Ich bin müde, mir fehlt Schlaf. Oh, das kann ich ja machen. Hier ist ja ein normales Bett. Schlafen wir doch einfach mal länger. So lange. Du bist ausgetrocknet. Nein, Sanctuary Hill wird angegriffen und ich bin hier am Nirgendwo. Das ist ja wohl nicht wahr. Meine Herren. Wie lange soll denn so ein Angriff gehen? So. Waffe raus. Lässiges Outfit. Oh Mann, jetzt können wir gar nicht so viel lachen mehr. Weil wir wissen, dass unsere Siedlung angegriffen wird. Kann man das hier auch sehen? Werkstätten, Sanctuary Hills, kann man hier was sehen? Nee, kann man nicht. Das ist ja mies. Da sieht man das auf der Karte. Nee. Nee, Moment, was wird angegriffen? Irgendwas mit Hills? Sanctuary Hills? Ach doch, das heißt Sanctuary Hills.
Oh Mann, hoffentlich können die richtig kämpfen. Eigentlich sollte ich doch... Oh. Sind die hier unten irgendwo? Wo? Latscht der denn hier rum? So, Vorsicht, ja. Was man... Kann man hier was finden? Nee. Da ist er. Zack, zack, nochmal. Zerlegt. Stimmt, wir hatten ein Level auf. Komme ich hier rum? Nee. Andersrum. Da ist noch einer. Ich schieße dir mal in die Beine. Zack. Aber der brennt eigentlich. Nein, ich bin runtergefallen. So, zack, nochmal. Aber Sanctuary Hills wird angegriffen. Das ist ja richtig uncool. Da dachte ich, haben wir jetzt die Mega-Siedlung. Infusionsbeutel, ja. Was ist unsere Aufgabe hier? Mist! Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Wo ist denn das? Ritter... Erst ins Holoband. Ritter Terra Estlin, stählerne Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht vom Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Okay. Also bin ich hier völlig umsonst gewesen? Naja, nicht. Wir haben das Level aufgeschafft. Ah ja, hier waren wir auch noch nicht. Ja, wir haben das Level aufgeschafft. Das war's eigentlich. Militäruniform. Nee, das wollen wir nicht haben. Und wir haben rausgefunden, dass die Siedlung angegriffen wird. Das ist ja mal richtig uncool. Wie kommen wir denn da jetzt so schnell hin, dass wir da irgendwas unternehmen können? Da kommt auch, da kommt auch. Oh. Da kommen wir zu diesem Tor mit dem Computer. Von der Patrouille hat wieder keiner überlebt. Das war nur noch der Notsender übrig. Das heißt, die Suche nach den Überlebenden muss immer noch weitergehen. In der nächsten Folge kümmern wir uns aber erstmal um den Angriff auf Sanctuary.